Beispiel, was ich herausgegriffen habe, bezieht sich auf südostasiatischer Diptera 10. Eine sehr wichtige Baumart, wie ich Ihnen darstellen werde, oder Baumartengruppe, wie ich Ihnen darstellen werde, insbesondere in Südostasien. Die Artengruppe, mit denen wir es hier zu tun haben, diese Diptera 10, sind eine recht artenreiche Familie und die Familie ist pantropisch. Sie findet sich also in allen Gebieten der Tropen, aber wenn Sie darauf schauen, wie die Arten verteilt sind, dann können Sie sofort erkennen, hier ist ein Verbreitungsschwerpunkt. Die bei weitem meisten Arten finden sich in Asien. Insgesamt 470 Arten etwa in Asien, dieser Unterfamilie der Diptera, zwei andere Unterfamilien, die afrikanische, eine monotypische Unterfamilie mit nur einer sehr, sehr seltenen Art in Südamerika vertreten. Etwas eingezoomt in dieser Region und hier jetzt schon in schwerpunktmäßig das insulare Südostasien, kann man erkennen, hier nochmal, wo sind Zentren der Artendiversität. Also das, was hier oberhalb dieses Strichs ist, ist die Anzahl der endemischen Arten, das heißt der Arten, die ausschließlich in der entsprechenden Region auftreten. Also hier, das ist hier Borneo beispielsweise, hier 155 endemische Arten, die es nur auf Borneo gibt und 112 Arten zusätzlich noch ebenfalls auf Borneo vertreten von Arten, die auch in anderen Gebieten nochmal auftreten. Man erkennt den dramatischen Unterschied hier zwischen Borneo und dann den Gebieten, die östlich davon liegen. Das wäre hier jetzt also so Sulawesi. Da haben wir noch ganz, ganz wenige Arten vertreten. Hier zwischen verläuft die berühmte Wallace-Linie. Also eine vollkommen andere Vegetation, die man da findet. Und das spiegelt sich eben gerade an den Diptera 10 wieder. Sie ist aber nicht nur weit verbreitet, diese Artengruppe, sondern sie dominiert auch die Wälder in der Region. Also viele der Tiefland-Regenwälder in Südostasien werden dominiert von den Diptera 10. Und aufgrund ihres hervorragenden Wachstums, auch sehr gute Holzeigenschaften und eben aufgrund ihrer Häufigkeit sind, das ist noch nicht überraschend, dass das auch eine ganz wichtige Holzartengruppe ist. Also Handelsnamen wie beispielsweise Meranti sind auch hier, denke ich, ganz gut bekannt. Das sind also ganz wichtige tropische Hölzer, die nach wie vor international sehr viel gehandelt werden. Zusätzlich ist es nicht überraschend bei der großen Zahl der Arten, also allein in Südostasien, sicher über 450. Da sind natürlich auch sehr viele bedrohte Arten. Bisschen was zum Reproduktionssystem dieser Arten. Das sind hermaphroditische Arten, die von Insekten bestäubt werden. Ganz verschiedene, auch das ist sehr interessant, sich mit der Bestäubungsbiologie dieser Artengruppe zu beschäftigen, ganz verschiedene Insekten, weil diese Blüten der Diptera 10 auch sehr unterschiedlich groß sind. Zum Teil größere Bienen oder Schmetterlinge, wie man hier sehen kann. Zum Teil aber auch nur winzige Insekten wie Tripse, Blasenfüße und solche Art Insekten, die das wichtige Bestäubungsgeschäft besorgen. Soweit man bisher weiß, sind alle Diptera 10, die man diesbezüglich charakterisiert hat, selbst kompatibel und haben so ein typisches gemischtes Paarungssystem, typischerweise mit Selbstungsraten von etwa 10 bis 30, 40 Prozent. Die Diptera 10 heißen so, weil es Zweiflügelfrüchte sind, aber man sieht auch, es gibt Ausnahmen, die Blüten sind unterschiedlich groß und demzufolge sind dann auch letztlich die Früchte sehr unterschiedlich groß. Teilweise sind diese Flügel dann diesen Früchten noch funktionsfähig als Einrichtungen, die dann der begrenzten Ausbreitung über Wind dieser Früchte dienen. Aber es gibt auch sehr viele Früchte, die wirklich sehr groß sind und schwer sind und einfach nur nach unten fallen, gerade in der Gattung Diptera. Also Sie können hier erkennen an dem Lineal, das wären also hier 30 cm fast die Größe dieser Fruchten, die irgendwo hier unten drin ist, dann der Name. Diese Diptera 10, die werden einerseits auf internationalen Märkten gehandelt und Meranti kann man hier auch kaufen, denke ich, aber sie sind eben auch lokal bedroht. Diese Stämme werden dann lokal genutzt in der Region, um darauf eine Kaktusart anzubauen. Die braucht eben, muss stehen, wird dann so Töpfen gepflanzt.
Und diese Kaktusart hat eine Frucht, die man teilweise, denke ich, hier sicher auch bekommen wird, die sogenannte Dragonfruit oder Drachenfrucht. Die Forstverwaltung kämpft dagegen und beschlagnahmt, wenn sie denn erfolgreich sind, diese entsprechenden illegal geernteten Hölzer. Und neben dem Holz, das ist sicherlich für die Dipdruckkappe 10 das bei weitem wichtigste Produkt und auf internationalen Märkten, gerade auch noch bei uns, noch immer sind Fensterrahmen aus Dipdruckkappe 10 Holz, eine ganz wichtige Nutzung dieses Holzes, aber auch andere, im Sperrholz selbstverständlich auch. Aber lokal werden eben auch Nebenprodukte genutzt, beispielsweise wird das Holz auch genutzt für Holzkohleherstellung oder bei einigen Arten für die Gewinnung von Wachs. Wir haben uns dann zunächst einmal beschäftigt, innerhalb der Dipdruckkappe 10, um genauer nachzuschauen, wie sind diese Arten untereinander verwandt, ist das diese Einteilung, die man gemacht hat auf Basis von morphologischen Merkmalen, verschiedene Gattungen, macht das alles soweit Sinn? Und haben dann uns aber auch für innerartige Variationsmuster interessiert. Insgesamt haben wir dabei über 3000 verschiedene Individuen von dieser Dipdruckkappe 10 in Südostasien geerntet und überwiegend auch molekulargenetisch untersucht. In der Regel für diese Beerntung haben wir trockenes Blattmaterial verwendet, das sehr einfach hierher transportiert werden kann. Insgesamt haben wir mit 116 Arten bislang beprobt, dabei alle Genera dieser Unterfamilie der Dipdruckkappoidae erfasst, aus 6 Ländern das Material gewonnen, aber der Fokus, das sehen Sie hier auch, und da werde ich mich hier auch überwiegend darauf beziehen, ist ganz eindeutig in Indonesien mit mehr als 2500 dieser Proben, die wir gesammelt haben. Einen allerersten Überblick mit einem Teil unserer Daten, wie so eine molekulare Phylogenie mal aussehen kann, können Sie hier erkennen. Farblich sortiert das Ganze, also auch wenn Sie jetzt vielleicht Schwierigkeiten haben, die einzelnen Artennamen zu erkennen, ist ja doch gar nicht so besonders entscheidend, aber man erkennt doch, dass diese grundlegende Unterteilung in verschiedene Gattungen auf Basis von morphologischen Merkmalen, dass wir die eigentlich sehr schön bestätigen können mit molekularen Untersuchungen. Bereits hier möchte ich darauf hinweisen, einige dieser Arten sind endemisch, treten also in einem ganz kleinen Verbreitungsgebiet auf. Und gleichzeitig konnten wir mit bestimmten Chloroplastenmarkern, mit einem einzigen Markertyp, also sehr einfach, für bestimmte Arten, die endemisch sind, nachweisen, dass es mit einem solchen Marker möglich ist, diese Art zuverlässig und sicher zu erkennen, zu unterscheiden von allen anderen Arten. Das wird bei der Anwendung später wichtig werden, denn es bedeutet automatisch, wenn ich diese Art damit erkannt habe, also wenn ich beispielsweise in einer molekularen Untersuchung gezeigt habe, das ist Shorea phallax, dann weiß ich auch gleich automatisch, weil das eine endemische Art ist, es muss irgendwo aus dieser Region kommen, das kann nirgendwo anders herkommen. Wenn mir jetzt also jemand sagt, ich habe das Material in Sumatra geerntet, das hier ist aber Borneo, das ist nur der Norden von Borneo, dann ist es offensichtlich eine Falschaussage. Für zwei der Arten, und das sind die beiden Arten, die in Indonesien die bei weitem wichtigsten Dipdruckkappe 10 sind, haben wir uns dann weiter interessiert für genetische Variationsmuster und haben diese Arten in viel mehr Populationen, natürlichen Populationen und auch in einigen Plantagen gesammelt. Also Shorea leprosula und Shorea parvifolia sind diese beiden Arten. Ein Vergleich dieser Arten zeigt, dass Shorea leprosula genetisch die etwas variablere Art ist, aber dass bei Shorea parvifolia die genetische Differenzierung größer ist und diese genetische Differenzierung ist ohnehin relativ hoch. Unser Interesse galt ja eben der Identifikation von solchen Markern, mit denen man Populationen auseinanderhält. Solche Art Marker haben wir dann sequenziert und haben versucht zu ergründen anhand der DNA-Sequenzen, aus welchen Gründen oder in welchem Teilbereich unterscheiden die sich denn eigentlich und haben diese Banden von dieser Fingerprint-Technik konvertiert in einen Markertyp, der viel einfacher zu untersuchen ist, sogenanntes CAR-Marker. Das ist einfach ein methodischer Ansatz, der es ermöglicht, auch DNA schlechter Qualität untersuchen zu können. Für Shorea leprosula ein Beispiel konnten wir dann auch solche Marker entwickeln, die unser Ziel
die Inseln auseinanderhalten zu können. Also Proben aus Sumatra ganz zuverlässig unterscheiden zu können von Proben aus Borneo, die dieses Ziel tatsächlich ermöglichen. Also Sie sehen hier anhand der Farbgebung, hier gibt es einen bestimmten Typ und die sind alle gleich. Und diese Farbe hier, dieses Grüne, das finden Sie hier nirgendwo wieder. Hier nun also der Hinweis darauf, wozu das Ganze, warum haben wir uns auch gerade für diese innerartige Variation, für diese differenzierenden Marker so sehr interessiert. Letztlich Jennifer Lopez steckt dahinter, wie so häufig. Die sagt nur, das Beste ist gut genug, macht damit Werbung für FSC, also dieses Zertifizierungssystem, was gerade in Tropen, das was bei weitem wichtigste Holzzertifizierungssystem ist. Diese Holzzertifizierung setzt aber ja voraus, dass man auch weiß, das Holz, was wir jetzt hier haben, dass ich das überprüfen kann. Wo ist es denn wirklich mal hergekommen? Und unsere Idee ist also, diese Art Methoden, die ich Ihnen vorgestellt habe, einzusetzen, um genau diese Frage etwas genauer untersuchen zu können. Letztlich, im Idealfall, möchten wir also diese gesamte Kette von der Ernte bis hin bei uns auf der Terrasse irgendwie mal überprüfbar machen, dass ich noch überprüfen kann, das Holz, was hier ist, ist es wirklich genau da geerntet worden, wo es angegeben wurde. Um das zu machen, muss ich logischerweise nicht nur in der Lage sein, DNA aus Blättern, getrockneten Blättern zu isolieren, sondern es muss auch möglich sein, DNA aus Holz zu isolieren. Das ist ein zweiter Schwerpunkt, mit dem wir uns bei den Diptrokappa 10 intensiv auseinandergesetzt haben, sowohl mit Holz, was wir in den Ländern selbst, den Ursprungsländern geerntet haben, als auch mit verarbeitetem Holz, was wir dann teilweise in Deutschland und das teilweise auch in Indonesien verarbeitet worden ist. Unsere Zielvorstellung war es, eine möglichst einfache, kostengünstige und zuverlässige Methode zu entwickeln, um DNA aus Holz isolieren zu können. Eine Methode, die ausschließlich in einem höchst reinen Labor funktioniert und sonst nirgends, würde nicht groß weiterhelfen für unsere Anwendungen. Es musste also billig, einfach sein und trotzdem zuverlässig. Und basierend auf einem ganz häufig genutzten Kit mit einigen Modifikationen, die wir natürlich auch beschrieben und publiziert haben, ist das tatsächlich möglich, auch aus getrocknetem Holz DNA zu isolieren und diese DNA dann auch tatsächlich zu nutzen, um solche Markeruntersuchungen dann machen zu können. Das ist ja auch nicht selbstverständlich dann. Schwierig wird es aber insbesondere und immer dann, wenn das Holz sehr, sehr stark bearbeitet worden ist. Also insbesondere hoher Druck und Verleimung, das scheint dazu zu führen, dass die DNA weitestgehend degradiert ist. Kurze Zusammenfassung. Zunächst einmal grundsätzlich könnten wir, glaube ich, mit diesem Pilotprojekt für die Diptrokappa 10 zeigen, dass grundsätzlich es aussichtsreich ist, mit diesem molekulargenetischen Handwerkszeug den Ursprung oder Aussagen über den Ursprung von Tropenholz überprüfbar zu machen. Eine positive Identifikation der Herkunftsregion wird in den seltensten Fällen möglich sein. Aber es sollte möglich sein, andersrum betrachtet, Aussagen, die getroffen werden, über den Ursprung von Holz überprüfbar zu machen. Zweite Schlussfolgerung ist, dass diese Diptrokappa 10 gerade ganz besonders geeignete Artengruppen sind, um diese Methoden weiter zu entwickeln, weil sie eben ökologisch so wichtig sind, weil viele Arten ganz dringend unter Naturschutz zu stellen sind, weil es aber auch viele Arten gibt, die wichtige Holzhandelsarten bis heute, wichtige Arten auf internationalen Tropenholzmärkten sind und weil wir wenigstens anfangen, etwas über die molekulargenetische Variation dieser Arten und auch innerhalb einzelner Arten zu verstehen. Bedanken möchte ich mich natürlich auch zunächst einmal bei den Hauptsponsoren für diese Arbeit, zwei deutsche Ministerien, also unser Landwirtschaftsministerium, aber auch unser Entwicklungshilfeministerium haben dazu beigetragen. Sehr viel wurde auch gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einige Doktoranden sind vom Deutschen Akademischen Austauschdienst gefördert worden. Partner für die Sammlung von dem Material sind extrem wichtig, sobald sie nicht Co-Autoren waren von diesem Bericht hier, sind sie hier aufgelistet in verschiedenen Ländern und Ihnen danke ich natürlich auch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.